Hey Leute, Crimex hier, was geht ab, hier Paul Berger. Heute müssen wir mal wieder das 1 Million Dollar Kopfgeld überleben in GTA 5 und heute werden wir von 4 krassen Polizisten gejagt. Und zwar Blackjack, Russik, Amir und Stadi. Was geht ab, Jungs? Was geht ab, Jungs? Alter, oha, hey, Russik, was machst du denn da? Ey, ich schaufel dir schon mein Grab, Bro. Alter, hey, was soll das denn heißen? Ihr habt mich noch gar nicht erledigt und ihr werdet mich heute auch nicht erledigen, denn die Polizei muss es schaffen, innerhalb von 20 Minuten mich aufzuhalten. Ich habe dabei nur ein einziges Leben. Die Polizisten haben unendliches Leben. Wenn ich die ausschalte, dürfen die immer wieder neu spawnen. Dafür haben die Polizisten aber auch nur eine Pistole als Waffe und ich kriege gleich auf jeden Fall ein paar mehr Waffen, aber das werden wir jetzt erstmal rausfinden. Und zwar, wir werden jetzt erstmal rausfinden, Leute, was hier heute mein Start-Equipment sein wird. Und zwar mit welchem Auto ich starten darf und mit welchen Waffen ich starten darf. Oh mein Gott, Leute. Lasst auf jeden Fall jetzt hier schon mal ein Like und ein Abo da, weil ihr könnt jetzt hier sehen, wir haben 5 Fahrzeuge zur Auswahl. Dabei sind auf jeden Fall bessere Fahrzeuge und auch, naja, ich würde mal sagen, schlechtere Fahrzeuge. Ich hoffe, wir haben Glück, Leute. Wir lassen jetzt mal das Glücksrad entscheiden. Okay, Leute, die Nummer, die jetzt hier drankommt, dieses Auto fliegt raus. Das kriegen wir nicht mehr. Ey, bitte nicht irgendwie der OP-Bugatti oder sowas. Oh, die Nummer 3. Oh mein Gott, nein, die Nummer 3 müssen wir rauslöschen. Nein, 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 Leute, das ist hier ein BMW M8, aber kein gewöhnlicher, sondern ein richtig krasser OP-BMW M8 mit Polizeiausstattung. Den dürfen wir auf jeden Fall schon mal nicht nehmen. Oh, schade, Freunde, den hätte ich echt gerne genommen. Naja, okay, wir gucken mal weiter. Ey, oh Leute, ich hoffe, hier die Nummer 1 bleibt am Ende noch, der OP-Bugatti. Dann haben die anderen gar keine Chance. Okay, komm, bitte nicht die 1. Bitte nicht 1 darf rausfliegen. Oh, die Nummer 5 ist raus. Was war... Oh, Gottes Willen. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Die Nummer 5 ist sowieso hier nur dieses kleine Bummifahrzeug. Also davon verabschiede ich mich doch gerne. So, das packen wir auch einmal weg. Ey, jetzt hier noch diese Option. Also wenn jetzt hier noch die Nummer 2 rausfliegt, dann können wir eigentlich nur noch gute Sachen kriegen. So, raus mit 2. Raus mit 2. Ja, was? Oh mein Gott, die 2 fliegt wirklich raus. Ey, also Polizisten, es sieht schon mal sehr schlecht für euch aus. Ich krieg hier schon mal ein gutes Auto zum Start. Trotzdem. Ja, 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 komm, hier geht wieder Donuts essen, Polizisten hier. Nerv nicht. So, oh, zack. Digga, du bist echt das echt. Hier einmal weg. Okay, Leute, jetzt eigentlich nur noch die Frage, OP Bugatti oder ein Brabus AMG GT. Also ich sag Real Talk, Leute, wenn jetzt hier die Nummer 4 rausfliegt und wir den OP Bugatti haben, dann ist vorbei. Dann haben die anderen gar keine Chance. Wir drehen jetzt das Glücksrad. 3, 2, 1, let's go! Oh nein! Die 1 ist raus! Hey, Mann! Leute, leider müssen wir uns auch von dem OP-Bugatti verabschieden, Freunde. Guck mal, wie krass schnell der ist. Ey, schade. Aber gut, ich will mich nicht beschweren. Es hätte uns schlimmer treffen können. Wenigstens kriegen wir den AMG GT. Und jetzt werden wir noch entscheiden, mit welchem Waffen-Loadout wir starten dürfen. Und zwar, ihr seht hier, entweder wir kriegen die Reihe 1, 2, 3, 4, 5 oder Reihe 6, Leute. Reihe 6 wäre natürlich ziemlich krass hier mit Minigun und RPG und sowas. Also, wenn wir die kriegen, dann haben die anderen auch schon wieder keine Chance, Leute. Ich würde sagen, wir drehen jetzt mal wieder das Glücksrad. Okay, Leute, jetzt wird sich entscheiden, welche Reihe an Waffen wir kriegen. Und es ist die Reihe... Nein, Reihe 1, Leute. Aha. Oh Mann, schade. Okay, Leute, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, weil wir haben eine kleine Uzi und können damit aus dem Auto rausschießen, eine MP5 und einen Fallschirm. Auch wichtig, damit können wir besser abhauen von irgendwelchen hohen Gebäuden. Also eigentlich gar nicht mal so schlecht hier die Reihe. Wir rüsten uns jetzt mal schnell aus. Let's go. Okay, Leute, wir sind jetzt hier ausgestattet mit unseren Waffen. Also ich muss sagen, es ist okay. Damit kann ich arbeiten. Das ist unser Fahrzeug. Hätte uns auch schlimmer treffen können. Hey, was macht ihr denn hier schon wieder? Alter, ey, die Leute, ey, ganz ehrlich, die Polizei denkt hier schon, die können mich beerdigen. Dann steigt jetzt mal besser in eure Dienstwagen rein, weil ihr habt jetzt gleich 20 Minuten Zeit, mich zu finden. Ihr könnt euch jetzt auch einen kleinen... Ey, was macht ihr? Jetzt reicht, ich knall euch hier gleich ab, Junge. So, zack, geht mal besser in eure Autos rein, ihr Bummis, ey. Du triffst mich nicht, du triffst mich nicht. Ja, okay, das wollte ich jetzt hier nochmal sehen. Na gut, geht in eure Autos rein. Ich habe jetzt 1 Minute Vorsprung und ab dann dürft ihr mich jagen, okay? Dann würde ich sagen, 3,
2, 1, let's go! Oh mein Gott, Leute, wir müssen jetzt hier direkt loslegen. Let's go, let's go, let's go. Okay, Leute, der Timer läuft ab. Jetzt eine Minute habe ich jetzt erstmal Vorsprung, Freunde. Und ab dann muss ich 20 Minuten überleben. Oh, heute wird es auf jeden Fall richtig krass. Die Polizei versteht, glaube ich, keinen Spaß. Aber ich muss sagen, wir haben ganz gute Waffen, Freunde. Und ich finde auch, wir haben ein ganz gutes Fahrzeug. Ich werde jetzt erstmal versuchen, so weit wie möglich hier einen kleinen Vorsprung mir zu ergattern und einfach mal so weit wie möglich aus der Stadt rauszukommen. Das wird jetzt hier fürs Erste mein Plan sein, Freunde. So, hier erstmal durch. Ich habe gar keine Ahnung, was hier gerade bei den Polizisten abgeht, ob die hier schon ihren Plan schmieden oder sonst was. Ja, Jungs, ne, ich sag euch ehrlich, derjenige, der Max zur Strecke bringt, kriegt von mir einen Donut mit Schokoladenüberguss. Oha! Mit Streusel? Ja, mit, wenn ihr vor 20 Minuten Max kriegt, dann sogar mit Streusel. Ah, Jungs, oh, yeah. Ich glaube, wir dürfen gleich losfahren, ne? Komm, komm, ich versuche jetzt hier einfach mal wirklich so schnell wie möglich aus der Stadt rauszugehen. Die dürfen mich auf jeden Fall... Mann, ey, aus dem Weg, aus dem Weg. Die dürfen mich auf jeden Fall nicht finden. Ich darf mein Fahrzeug jetzt hier auch nicht zu sehr zerstören. Aber der ist eigentlich echt nicht schlecht hier, der AMG. Also ich fetze hier mit 280, 300 km/h hier über die Straßen. Das ist sehr, sehr gut. Okay, okay. Und hier geht's erstmal stadtauswärts. Also das ist mein Plan. Ich werde so ein bisschen versuchen, aus der Stadt rauszugehen. Ich würde einfach sagen, wenn die... Oh, nein, 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 nein. Okay, 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 okay. Okay, Jungs, Formation. Ey, wir müssen, ich spring nach oben, ich gucke, ob ich irgendwo in der Luft sehen kann. Okay, ey, ich fahr nach rechts. Wer fährt denn hier, Alter? Ja, komm. Jungs, ich fahr nach rechts, ich fahr so ein bisschen am Stadion rechts vorbei, guck so ein bisschen Hafengelände an. Mal gucken, ob wir ihn finden, ja? Ich kann natürlich auch immer mal versuchen, die auszuschalten, weil wir haben natürlich bessere Waffen als die Paulberger. Aber die haben natürlich auch unendlich Leben. So, zack, warte mal, was sagt die Zeit? Was sagt die Zeit? Dürfen die schon starten? Oh, die anderen sind auch schon gestartet. Ich sehe schon, die sind schon gestartet. Der Timer läuft also 19 Minuten 30, muss ich jetzt durchhalten. So, okay, ich fahr jetzt erstmal ins Sandy Shores Gebiet. Das ist mein Plan. Wir flitzen erstmal rüber ins Sandy Shores Gebiet. Oh, ich fahre auch so clean hier gerade, ohne Unfälle. Oh mein Gott, Freunde. Habt ihr schon mal jemanden so Auto fahren sehen? Oh mein Gott, die kommen gar nicht hinterher. Jungs, ja. Erzähl's keinem, aber ich habe ihn, bevor wir angefahren sind, wo der abgelenkt war, habe ich ihn so ein GPS-Signal. Immer wenn wir in der Nähe von ihm sind, dann toggelt das, wisst ihr? Okay. Oh. Deswegen fahren wir alles ab. Oh, könnte auch bei Tuans Tempel sein. Oh mein Gott, ich glaube, ich bin was hinterher. Bro, wie soll er bei Tuans Tempel sein? Ich sehe auch nichts, Jungs. Und jetzt suche ich mir erstmal so was Kleines zum Verteidigen aus. Ich werde mich jetzt hier nämlich schon mal darauf einstellen, dass hier gleich gekämpft wird. Und Leute, man braucht natürlich auch immer einen guten Fluchtweg parat. So, ich glaube, oh, das könnte hier gar nicht mal so schlecht sein eigentlich. Bin beim Alter. Autohaus. Jungs, ihr dürft nicht verlieren. Ihr wisst, wie er ist. Wenn er jetzt heute gewinnt, dann wird uns eine Woche lang damit aufziehen. Junge, ich glaube, der ist sogar Sandy-Chance. Ich sag's ehrlich. Ich hab doch gesagt, Max ist dafür bekannt. Deswegen brauchen wir irgendjemanden, der schon mal Sandy Shores fährt. Okay, ich fahr Sandy Shores, Jungs. Die habe ich ja bis jetzt noch gar nicht gefunden, die Bummis. Ich habe keinen Plan, was bei denen abgeht. So, man muss natürlich immer überlegen, man darf sich ja nicht irgendwelche Wege versperren. Hier könnte an sich ein ganz guter Ort sein. So, hier kann ich mein Auto nämlich dahinter verstecken. So, warte mal, hier werde ich mich ausrüsten. Hier werde ich mich ausrüsten und die dann wegballern, Leute. Die Jungs, ich bin auf der Autobahn Richtung Sandy Shores Gebiet. Ja, ich fahre über die Landstraße, über die Berge. Ich fahre durch den Ballito Bay. Bro, was ist er denn für ein Schisser, dass er so weit abhaut? Ich sag dir ehrlich, ich glaube, Max hat Angst vor uns. Er weiß, dass wir besser sind. Oh nein, ich höre schon Polizei. Oh, schnell. Oh. Okay, ich werde hier schon mal Waffen ausrüsten. So, okay. Okay, Jungs, ich bin an seinem Haus schon vorbeigefahren. Zu Hause ist er schon mal nicht. Hm? Also hier ist nichts. Ich fahre mal in die Chancegebiet ab. Ja, ich fahre jetzt gerade mal über die Baustelle bei Shani Performance. Da ist schon der Erste. Oh, ich habe schon den Ersten gesehen, Leute. Ich habe schon den Ersten hier gesehen. Bin da nicht ausgemacht. Army-Gelände könnte der vielleicht auch sein, ne? Hey, wo soll der sein, Bro? Die checken nicht, wo ich bin. Die fahren die Straße hier entlang. Ey, ich bin hier einfach versteckt. Okay, bis jetzt ist noch alles gut. Ich habe Angst, dass die mich bald finden, weil die dürfen natürlich auch immer mal wieder mein GPS-Signal orten. Gut, Jungs, ich werde es mal anmachen, okay? Okay. 3, 2, 1. Ja, Richtung Palito Bay! Okay, bin ich gerade. Richtung Palito Bay! Ja, ich bin Richtung Palito Bay. 5 Kilometer. Sandy Shores, er fährt Sandy Shores gerade rein! Er fährt Sandy Shores rein, ja, Jungs! Da bin ich auch. Ja, Bruder. Der ist gerade vom Flughafen aus, ist er hochgefahren. Jetzt Richtung Sandy Shores. Bei Trevor oder was? Ja, okay. Trevor's Flughafen rein, jetzt in Sandy Shores müsste der sein. Okay, weiter, wir fahren weiter. Ich bin bei Trevor's Haus. Ist der da irgendwo? Guck mal da, der müsste doch irgendwo da sein. Du musst ja auf der Karte sehen, Blackjack. Da ist er! Oh nein! Oh
okay, okay. Einen haben wir gut weggeballert. Einen haben wir hier schon mal gut weggeballert. Er fährt Richtung Flughafen. Oh, nein, nein, nein. Okay, okay. Der wird jetzt hier funken. Und dann kommen die gleich alle da angefahren. Okay, wir müssen los. Ich muss los, ich muss los, ich muss los, ich muss los. Oh, oh. Wow, 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 wow. Wieder, ja, wieder, hab ich gerannt, hab ich gerannt, Bro. Oh, nein, nein, nein. Wir müssen ihn wegschießen. Oh Gott, die schießen ja auch auf mich. Die dürfen mir keinen Platten schießen. Dann wird's hier wirklich schwer, wenn die anfangen, mir hier einen Platten zu schießen. Okay, okay. Zum Glück haben wir den gut abgehangen. Okay, die sind also hier, glaube ich, schon alle auch im Sandy-Shores-Gebiet. Wichtig ist, Jungs, dass auf jeden Fall immer einen haben, der in seiner Nähe bleibt. Ja, yeah, wir sind hier mit der Masse drauf. Wir sollten hier langsam mal ein bisschen weggehen. Wir müssen die abhängen. Okay, okay, okay. So weit, so gut, so weit, so gut. Nein, schöne Sirene, nein, schöne Sirene. Ich glaube, die sind mir auf den Fersen. Ich glaube, die sind mir auf den Fersen. So, oh, hier ist er, hier ist er. Hey, was macht der hier? Oh nein, 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 die kommen, die kommen, die kommen. Oh. Junge, der ballert hier, ballert hier. Oh. Jungs, aussteigen, in Deckung. Nein. In Deckung, in Deckung, in Deckung. Ey, schieben wir voll Beschuss. Okay, einen haben wir ausgeschaltet, einen haben wir ausgeschaltet. Wow. Oh mein Gott, das sind zu viele Leute. Ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Die haben's. Oh mein Gott, hinter mir auch einer gerade gekommen. Ey, das war knapp. Das war richtig knapp hier gerade. Jo, ich bin da dran, der fährt hier Offroad. Nein, 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 nein. Wir dürfen nicht vergessen, die haben auch Pistolen, Leute. Pistolen sind zwar jetzt nicht so super krass, aber ist natürlich auch trotzdem richtig gefährlich. Bin genau hinter sehr dir. Sehr gut. Ich bin auch dran. Wir müssen ins Wasser rammen. Ja. Boah, das wäre schlau. Das wäre. Gute Idee, Stani. Gute Idee, Officer Stani. Und. Nein, 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 nein. Okay, nimm das, nimm das, nimm das. Ey, ich treffe die einfach gar nicht. Das ist gar nicht so einfach hier. Das ist gar nicht so einfach hier. Okay, die können nichts machen. Die können gerade nicht viel machen, weil ich bin schneller. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr. Also, ich poker hier sehr viel auf mein Auto. Dagegen können die nämlich nicht viel machen, außer die würden natürlich jetzt mein Auto zerstören. Aber solange ich im Auto bin, bin ich auf jeden Fall, habe ich einen Vorteil, weil mein Auto ist wirklich schneller, Freunde. Oh, Leute, wir müssen den irgendwie kriegen. Ey, Mann, diese Autos hier, die hat doch Max bezahlt. Die stören einen voll. Okay, okay, alles gut, alles gut, alles gut. Oh, da kommt der Nächste, da kommt der Nächste. Oh, und weg mit dir. Alter. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh. Okay, 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 Freunde. Alles ist gut. Was sagt überhaupt die Zeit? Was sagt der Timer? Der Timer sagt noch 13 Minuten. 13 Minuten noch. Wir haben nicht mal die Hälfte geschafft. Und die sind mir so dicht auf den Fersen. Und die sind mir so dicht auf den Fersen. Mir auch gerade bereit. Wow. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Und... So, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ey, mein Auto, ich muss echt sagen, das hält richtig gut was aus. Das hält sehr, sehr gut was aus. Mein Plan ist jetzt aber trotzdem erstmal, ich will die nochmal abschütteln. Ich will die wirklich nochmal komplett einmal loswerden. Und das könnten wir vielleicht hier mit einem guten Jump schaffen. Und zwar hier einen schönen Jump über den Berg. Tschüss! Ich glaube, da kommen die... Oh mein Gott, oh mein Gott. Ey, da werden die doch niemals hinterherkommen. Er ist, glaube ich, irgendwo links, irgendwo links, irgendwo links. Gray, ja, 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 Grapeseed, ich fahr durch. Macht eure Sirene aus, Jungs. Sirene aus, ja, ja. Ja, okay, Sirene okay, ist okay, aus, okay. Sirene ist aus. Ich glaube, dann haben wir erstmal uns Ruhe. Dann haben wir erstmal uns Ruhe. Jetzt fahr jetzt mal wieder stadteinwärts. Und dann können wir uns nämlich in irgendwelchen Einfahrten oder in irgendwelchen Seitengassen in der Stadt verstecken. Das könnte eine sehr, sehr gute Strategie sein. Das müssen jetzt nur hier gut schnell. Oh nein, 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 nein. Die sind schon wieder da, die haben mich gesehen. Die sind schon wieder da, die sind schon wieder da, Leute. Er ist komplett einmal außen rumgefahren, fährt jetzt wieder Richtung Sandy Shores. Okay, 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 okay. Rosak und ich komm gleich. Oh mein Gott. Oh, hey, jetzt wird hinten, Jungs. Oh, komm kurz weiter. Kurz weiter. Ich würde echt gerne wissen, was bei denen gerade im Funk abgeht. Aber wir hören natürlich nicht. Ich weiß nicht, wie krass die mir auf den Fersen sind. Leute, bleibt dran, wo ist er? Wo ist er? Highway, er fährt Richtung Sandy Shore, Richtung Los Santos okay. Auf dem Highway. Und wir fahren jetzt hier links und dann links hier auf den Highway drauf und dann wieder stadteinwärts. Das ist mein Masterplan. Ich glaube, da kommen die nicht hinterher. Ich glaube, da kommen die nicht hinterher. Sag ich euch, wie es ist. Und ja, können die nichts machen, können die nichts machen. Guck mal, wie ich die wegziehe. Oh mein Gott, 400 km/h. Das Ding hier fährt easy 400 km/h, unser AMG. Optimal, optimal. Okay, wir gehen wieder. Oh nein. Oh, ich hab das gesehen, ich hab Leben verloren, weil ich so dumm gefahren bin. Oh, ich sehe ihn wieder, er ist auf dem Highway. Er hat einen Unfall gebaut. Ja, ramm ihn weg. Sehr gut. Ich muss hier wirklich auch aufpassen, wie ich fahre. Nicht, dass ich hier noch einen Unfall baue und mich hier noch selbst ausschalte. Das wäre natürlich gar nicht gut. So, ich kann mich ja mal kurz hier irgendwo in einem Busch verstecken. Wisst ihr was? Ich werde mich mal kurz hier in einem Busch drin verstecken. Vielleicht fahren die an mir vorbei. Oh nein! Hä? Wie sind die denn jetzt schon wieder bei mir? Mann! Oh! Hab ihn! Was war das denn? Oh, oh, okay, okay. Hä? Ich dachte, ich hätte einen viel krasseren Vorsprung. Ey! Ey! Oh mein Gott. Oh, au! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, ich muss los, Bro. Muss los. Er schießt auf mich, er schießt auf mich. Hier, du kriegst erstmal einen schönen Platten geschossen, Junge. Oh, und hier ist noch einer, da ist auch noch einer. Sein Auto ist richtig stark. Nami, komm, wir haben ihn. Oh, ey, lass mich los, lass mich los.
Alter, Leute, ich glaube, ich habe echt ein richtig krasses OP-Auto bekommen. Das kriegt so gefühlt gar keinen Schaden. Okay, die können nichts machen, die können nichts machen, die können nichts machen. Ja, Crash, er Crash, er ist Crash. Du auch. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Komm, wieder in die Stadt, in die Stadt. Aber ich werd die auch nicht los, ne? Die sind wirklich richtig krass hier. Die schaffen es wirklich, an mir dran zu bleiben, obwohl ich so schnell bin. Obwohl ich hier so schnell bin. Ah nein, die haben den Platten geschossen. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Wir fahren nur noch auf 3 Reifen. Oh mein Gott, okay, jetzt wird's. Jetzt fängt's an, schwer zu werden, Leute. Der hat Platten, der hat Platten, der hat Platten, der hat Platten, der hat Platten. Das war's. Oh mein Gott. Oh, wir haben ihn, Jungs, wir haben ihn, wir haben ihn. Ich glaube, mit meinem OP-AMG kann ich nicht mehr so viel anfangen. Ich glaube, bald ist der nutzlos, Freunde. Oh nein, 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 nein. Das ist überhaupt nicht gut, das ist gar nicht gut, das ist gar nicht gut. Ich habe einfach 3 Platten, ich fahre nur noch mit einem funktionierenden Reifen. Ich muss mich irgendwo verstecken, ich muss mich irgendwo verstecken, anders da geht's nicht. Oh mein Gott, Bro. Jungs, zumachen. Bin wieder aus der Werkstatt gekommen, hab zumachen. Gut repariert. Ja, 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 sehr gut, sehr gut. Mein Auto bringt mir nichts mehr mit dem Auto. Ich sage euch, wie es ist mit dem Auto. Habe ich leider wirklich langsam keinen Vorteil mehr. Das lässt sich überhaupt nicht mehr fahren. Ich warte jetzt hier nur noch auf eine einigermaßen... Ich warte... Oh. Wir haben ihn. Boom! Ich warte jetzt hier nur noch auf eine einigermaßen gute Stelle, wo ich hier aussteigen kann. Die drehen ja völlig durch jetzt hier hinter mir. Komm. Ich muss das Auto loswerden. Ich muss irgendwie, glaube ich, zu Fuß unterwegs sein. Ich kann damit nicht mehr geradeaus fahren. Das dreht sich die ganze Zeit. Oh mein Gott! Lass mich in Ruhe! Ich muss hier in irgendeine Seitengasse gehen. Ich muss mich irgendwo vercampen. Ich muss mich irgendwo vercampen. Deiner Lucky Jump. Oh, die sind immer noch an mir dran. Oh. Ey, das Auto. Ich kann das Auto nicht mehr kontrollieren. Freunde. Ich kann hier nichts mehr machen. Okay, oh mein Gott! Stani! Oh, schade, er hat Glück gehabt beim Landen. Stark, Jungs, ich bin dabei. Vielleicht habe ich eine Möglichkeit, die in der Kanalisation abzuhängen oder so. Oh, ich muss sie abknallen. Oh ja, sehr gut. Guter Jump. Zurück auf die Straße. Und jetzt Gas geben. Gas geben, ohne drehen, ohne diesmal wegzudrehen. Oh, nein. Da ist schon wieder der Nächste an mir dran. Oh mein Gott, es wird richtig schwer. Es wird langsam richtig schwer. Oh! Ey, das gibt's nicht. Nein, ich habe nur noch halbes Leben. Leute, wir haben nur noch halbes Leben. Oh mein Gott. Wir sind in der Seitengasse. Aber vielleicht kann ich ja auch hier ganz gut abhängen. Okay, es geht nicht mehr anders. Ich muss hier aus dem Auto langsam raus. Ich muss hier echt langsam aus dem Auto raus. Irgendwo vielleicht auf Dächer. Vielleicht irgendeine Leiter auf Dächer hochgehen. Ich guck mal, ob ich hier irgendwo eine Leiter finde. Jetzt okay, wir haben ihn. Okay. Autos repariert, danke, Shani Performance. Ja, das. Ich glaube, er will auch... Oh, nee, er will doch nicht reparieren. Und zwar hier in der Nähe vom Würfelpark. Ah, ich weiß, dass hier diese eine Seitengasse ist. Komm! Kommt doch! Oh mein Gott, die rammen mich so weg. Ich weiß, dass hier in die Seitengasse muss ich rein. Hier muss ich rein, Leute. Oh. Und jetzt hier hoch. Au! Nein. Oh, nein. Oh, schnell, die schießen auf mich, Er geht aufs Dach. Verstecken. Waffen wechseln. Okay, die sind hier unter mir. Oh mein Gott, Leute! Oh, Blackjack weg! So, was macht ihr jetzt, Leute? Ja. Super Job, Amir. Da kommt der Nächste. Und weg. Der hat dich ausgescheitert. Oh, komm. Oh, ich muss hier schnell die Leiter hoch. Bitte schieß mich jetzt hier niemand an. Und... Okay, ich bin oben. Jungs. Okay, warte, wir gehen noch hoch. Er ist ganz oben. Wir gehen noch hoch. Ey, Leute, ich konnte gar nicht mehr fahren mit meinem Auto gerade. Oh mein Gott. Okay. Ah, was macht ihr jetzt, ha? So. Wollt ihr mich aufhalten oder was? Alle gleichzeitig hoch, Bro. Da hat er keine Chance. Okay. Ach ja, dann versucht doch mal alle gleichzeitig hoch. Geht da Ami, Rosak. Wenn ihr schlau seid, versucht ihr es von mehreren Seiten. Ami weg. Ich kämpfe hier richtig ab. Wir brauchen Luftunterstützung oder so. Kann jemand einen Heli holen? Ja. Ja, gibst du noch eine andere Möglichkeit hoch? So, Blackjack geht auch schlafen. Die schießen. Warte, wenn er nachladen muss. Oh. Werf eine Granate oder irgendwas. Ich hab doch keine. Ey, Leute, die wollen mich stürmen. Oh. Jetzt. Russik stürmt. Die stürmen alle hoch. Ey, Jungs, warte mal, die hat doch einen Fallschirm oder nicht? Oh, nein. Okay, Russik down. Wichtig.
Oh. Oh mein Gott, nein, nein, nein. Okay, Ami weg. Wichtig, wichtig, wichtig. Okay, Leute, ich bin wieder mute, weil ich habe einen Geheimplan. Die kommen jetzt hier Stück für Stück immer weiter hoch. Russik jetzt schon wieder aufgestanden hier. Leute, wir müssen hier runterspringen. Und ich habe einen Fallschirm. Oh, Leute, ich push jetzt hier runter. Und okay, auf Fallschirm, Wir haben ja zum Glück einen Fallschirm gezogen. So, oh, ich bin hingefallen, Oh, was macht ihr jetzt, Leute? Ich hab keinen Fallschirm, Jungs. Ich hab ihn, ich hab ihn. Oh, die fliegen hinterher, Oh mein Gott, Okay, weiter geht's. Wir brauchen ein Auto, ich muss abhauen. Nein, nein, nein. Oh, das kostet zu viel Zeit. Das zu klauen. Ey, die kommen mit einem Helikopter. Ey, die drehen jetzt völlig durch. Wow. Aus dem Weg, Junge. So, ich hau hier mit meinem Burgershot-Auto ab. Was macht ihr jetzt, hä? Ich verfolge mit Heli. Oh Gott, die verfolgen mich im Heli. Ich muss irgendwie den Heli wegschießen. Ich habe aber nur eine kleine MP, Leute. So, komm. Ich glaube hier mit dem Burgershot-Mobil. Was? Ey, wir haben Platten. Ich habe jetzt schon wieder Platten. Freunde, es sind die letzten 5 Minuten. Wir müssen nur noch 4 Minuten. Es sind sogar nur noch 4 Minuten, müssen wir durch. Nein. Ey, crash mich jetzt doch hier bitte nicht. 4 Minuten noch durchhalten. Komm, bitte. Ey, die haben sich auch Zivilautos geholt. Okay, das war's, Leute. Das Auto ist absolut Schrott. Ich muss irgendwie abhauen. Ich muss hier irgendwie wegkommen mit dieser Müllkiste. So, komm. Und jetzt hier. Hier hoch. Komm schon, die letzten 4 Minuten. Hier ist noch einer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab voll die Shots gekriegt. Nur noch halbes Leben. Wow. Sandy Shots. Gefängnis. Nein. Der geht weiter auf den Berg. Alter, hat mir einen Platten geschossen. Ich versuche hier ein bisschen durchs Gelände abzuhauen, Leute. So, komm. Ey, mein Auto ist auch absolut Schrott. Aber ich glaube, ich hab die gerade abgeschüttelt. Sehr gut. Das läuft sehr gut, Freunde. Das läuft hier extrem gut. Wir könnten auch versuchen, ein Flugzeug uns zu holen in der Militärbasis oder so. Das wäre, glaube ich, auch die Meta. Im Flieger können die nichts machen. Oh nein. Die verfolgen mich im Helikopter. Er fährt auf den Berg hoch. Ja, hoch zum Weinwood Schild. Oh nein. Die sind genau über mir. Oh nein. Ey, dieser verdammte Helikopter. Mit dem Helikopter wissen die immer, wo ich bin. Ich versuche jetzt hier einen Lucky Jump. Und sehr gut. Was sagt die Zeit? Noch 2 Minuten 30. Ich muss nur noch 2 Minuten 30 durchhalten. Oh nein. Ich hänge fest. Da kommen schon wieder die Nächsten. Er ist am Busch, Bro. Ich sehe ihn. Ja, ich sehe ihn auch. Er kommt runter zu mir. Oh, Leute, noch 2 Minuten. Nein, die haben das OP. Die haben auch den OP-Wagen. Die haben sich den OP-Wagen von mir geholt. Um Gottes Willen. Das war's, Leute. Das war's. Ende, Freunde. Ich darf doch jetzt hier nicht in den letzten Minuten scheitern. Komm, ich muss sie wegschießen. Das Problem ist auch, wir haben die ganze Zeit nur halbes Leben. Wenn die mich noch 1-2 Mal hitten... Oh nein. Selbst das hat mir wieder Leben gezogen. Wenn die mich noch 1-2 Mal hitten, dann war's das für uns. Das Gute ist, hinten können die uns nicht treffen. Die können uns nur von vorne antreffen. Aber die hängen auch alle an mir dran. Nein. Lass mich in Ruhe. Nein. Ey, die schießen gleich auf mich. Oh. Komm, gib Gas. Nur noch Viertelleben. Wir haben noch ein Viertelleben. Oh mein Gott. Ey, die zerfetzen mich so. Freunde, ich hab keine Ahnung, wie ich hier entkommen soll. Um Gottes Willen. Vielleicht mit einem Sprung. Sorry. Alles gut. Du musst ihn abschießen. Hä? Oh mein Gott. Er ist aufs Hausdach gelandet. Oh mein Gott, er ist am Dach. Nein. Oh nein, Alter, wie? Ja. Okay. Ich muss hier aus dem Auto raus. Ich geh aufs Dach. Und jetzt vercampen. Jetzt mal hier schön vercampen. Weg mit dir! Weg mit deinem Helikopter! Okay, verstecken. Leute, was sagt die Zeit? Die Zeit sagt, die letzte Minute, es ist die letzte Minute, die jetzt hier läuft. Komm schon. So, Leute, letzte Minute läuft. Ah, die greifen an! Alter! Nein! Bro! Nein! Wir sind alle rausgeschwungen! Habt ihr das gesehen? Ey, Leute, das darf nicht wahr sein.
Wir sind alle rausgejumpt. Es waren nur noch, keine Ahnung, 30 Sekunden oder so. Bro, wir sind alle mit dem Heli. Alter, was habt ihr für ein Attack-Heli gemacht, ey? Yeah. Ich hab's vielleicht gesagt, er soll runterkommen und wir einsteigen, so aufs Dach hochkommen. Oh mein Gott. Ey, Leute, das war eine geisteskranke Episode. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, wenn ihr das Ganze gefeiert habt. Wenn wir das Ganze nächste Mal hoffentlich mal überleben sollen. Und dann würde ich sagen, check gerne die Jungs aus. Bis dahin, haut da rein, Leute. Euer Crymax. Ciao!